Hallo und herzlich willkommen hier zurück in der Fußballzentrale und heute starten wir rein mit der nächsten Episode unserer FIFA 22 Karriere mit dem VfL Bochum. Für uns steht noch das Ende der Transferphase an, es könnten noch einige heiße Dinge passieren. In der letzten Episode hatten wir Angebote für Eren Dingchi, für Gomez erwarte ich eigentlich noch Angebote, also da könnte noch einiges passieren. Wir sind mit der Transferphase auf jeden Fall noch nicht fertig, mir wurden auch wieder ein paar Spieler vorgeschlagen. Die können wir natürlich dann auch noch theoretisch reinbringen. Da schauen wir mal, was noch passiert. Erstmal wollen wir aber das erste Saisonspiel hier spielen, direkt mal gegen Borussia Mönchengladbach. Damit dann jetzt hier ganz herzlich willkommen zum ersten Spieltag der neuen Saison. Im Borussia-Park geht es für uns gegen Borussia Mönchengladbach. Das wird ein richtig, richtig schweres Spiel. Wir wollen aber natürlich direkt zum Saisonstart die ersten drei Punkte einfahren. Werfen wir einen Blick auf die Aufstellung von Borussia Mönchengladbach. Das ist eine richtig gute Mannschaft. Guardiol, Hendricks, beide von Leipzig geholt. Brandt, Martinelli, Hofmann. Das ist eine richtig gute Mannschaft. Das wird richtig, richtig schwer, hier heute die Punkte mitzunehmen. Aber auch unsere Mannschaft ist hier nicht von schlechten Eltern. Startelfdebüt für Chalobah. Ja, jetzt der Ersatz für Bella Kotschap, der uns leider verlassen hat. Ansonsten denke ich keine ganz großen Überraschungen. Das hier ist für mich erstmal die erste Elf aktuell, aber da haben wir ganz viele auf der Bank, die da auch noch theoretisch reinrücken könnten. Dann sind beide Mannschaften hier bereit. Ich würde sagen, starten wir rein in die neue Saison. Erste Chance im Spiel hier für die Gladbacher, aber Nübel ist da, pariert, bleibt nach 9 gespielten Minuten erstmal beim 0:0. Weiterhin ist Gladbach hier die gefährlichere Mannschaft. Glück hier, dass es nicht 1:0 steht und weiter Gladbach hier wirklich. Also die machen einen richtig guten Druck. Bisher, ja, muss man sagen, das 1:0 für sie wäre langsam verdient. Nübel. Jetzt hier vielleicht mal die erste Möglichkeit für uns, Eren Dingchi, Ben Bennett. Ja, 25 Minuten hat es hier gedauert, bis wir das erste Mal wirklich gefährlich nach vorne gekommen sind. Aber die Gladbacher antworten hier direkt. Chalobah, ganz, ganz wichtig, dass er da war, aber dann war es, glaube ich, auch abseits. Das hier könnte unsere größte Chance sein. Ben Bennett auf Eren Dingchi. Nachspielzeit der ersten Halbzeit und Eren Dingchi macht den ersten Treffer dieser Saison für uns. Es ist nicht ganz verdient, dass wir hier mit 1:0 in Führung gehen. Aber, hey, wir gehen es und es war richtig schön gespielt. Starker Ball von Ben Bennett. Hier perfekt in den Lauf von Eren Dingchi, der zwei Männer aus dem Spiel nimmt. Und dann der perfekte Abschluss. Keine Chance für den Teamkeeper hier. Und das war es dann auch schon mit der ersten Halbzeit. Wie gesagt, nicht verdient die Führung, aber wir nehmen sie natürlich mit. Jetzt kommt es hier bei uns zu einem weiteren Debüt. Wang He-chan wird eingewechselt für Halvorsen. Schwache Leistung leider von Halvorsen. Hoffen wir mal, dass unser Neuzugang hier eine gute Leistung hinhaut. Wang fängt hier direkt mal gut an, legt das Ding rein auf. Oh, Ben Bennett, Abschluss. Nochmal Leveling. Riesen Doppelchance hier für uns. Schön inszeniert von Wang He-chan. Das war die Chance aufs 2:0. Und plötzlich ist Yamala frei durch. Das muss das 2:0 sein. Er legt ihn wunderbar rüber und es ist Eren Dingchi in der 83. Spielminute mit dem 2:0. Und damit sollte das Ganze hier auf Sieg gestellt sein. Richtig gute Leistung, wie ich finde. In der zweiten Halbzeit defensiv nicht zugelassen. Offensiv immer mal wieder ein paar Nadelstiche gesetzt, wenn auch nicht viele. Hier aber da mal perfekt ausgespielt und verdient. Dann zumindest für die zweite Halbzeit in Führung gegangen mit 2:0. Und nochmal können wir hier kontern mit Wang. Macht er seinen ersten Treffer für uns? Nein, er scheitert an Dragan Tokowski. Das Spiel ist aus und ich denke, das kann man als richtig gelungenen Saisonstart hier bezeichnen. 2:0 gegen Borussia Mönchengladbach. Die ersten drei Punkte eingefahren. Keine Ahnung, warum die Gladbach-Fans da jubeln. Aber das sind auf jeden Fall drei wichtige Punkte schon mal zum Saisonstart. Kein Gegentor kassiert, zwei geschossen, Eren Dingchi direkt in Topform. So starte ich gerne in die Saison. Unser nächster Gegner in der Liga ist dann St. Pauli, die Aufsteiger. Da sind wir natürlich klarer Favorit. Wir wollen hier die drei Punkte ganz, ganz klar holen. Mannschaftstechnisch habe ich natürlich nichts verändert. Das war eine gute Leistung, hat mir gefallen, auch wenn der Anfang gar nicht mal so stark war. Aber ich denke, wir können das Spiel hier schnell summieren. Ich hoffe natürlich auf drei Punkte. Die holen wir. Amala mal wieder mit einem Doppelpack. Er kann natürlich nicht auf sich sitzen lassen, dass Dingchi schon zwei Treffer mehr hat. Macht auch zwei und Jamie Leveling trifft. Wichtiger zweiter Sieg und das ist ein richtig guter Saisonstart. Das nenne ich nochmal eine richtig geile Tabelle. Unser Ex-Verein, der erste FC Köln auf Platz 1 und wir aktuell hier auf Platz 2. Gut, das heißt natürlich nach zwei Spieltagen noch überhaupt nichts, aber so könnte es auch am Ende der Saison für mich aussehen. Aber vielleicht können wir noch 1 und 2 switchen.
jetzt wollen wir uns hier aber mal um einen ZM bemühen. Da habe ich ja gesagt, wir wollen noch einen holen. Auf die Liste gepackt habe ich da mal Finn Ole Becker. Finde ich sehr, sehr interessant. Junger deutscher Mann, der auch noch Potenzial hat. 13 Millionen, spielt auch in der Liga, wo ich sage, das ist realistisch, dass der zurück in die Bundesliga wechseln würde. Moderhut hätte ich auch interessant gefunden, da läuft der Vertrag aus. Wir würden ihn sehr billig bekommen. Andererseits, ist der Wechsel realistisch? Eher nicht, vermutlich. Dementsprechend würde ich das erstmal rausstreichen. Und vorgeschlagen von euch wurde Leandro Barrero Martins. Auch ein guter Mann, aber auch ein bisschen teuer, ne? 23 Millionen, klar, könnten wir uns wahrscheinlich schon locker leisten. Aber, ja, vielleicht auch ein bisschen zu gut. Ich persönlich tendiere tatsächlich zu Finn Ole Becker. Finde ich sehr, sehr geil. Preislich, voll im Rahmen. Gesamtstärke 77, auch eigentlich genau das, was wir ungefähr suchen. Ich würde tatsächlich einfach mal versuchen, Finn Ole Becker zu verpflichten. Leider haben sie erstmal die Verhandlungen abgebrochen, beziehungsweise sie überlegen noch. Das heißt, wir spielen erstmal das Spiel hier gegen den SC Freiburg. Wieder keine Änderungen in unserer Startformation. Ich denke, auch das ist keine ganz große Überraschung. Beide Spiele liefen gut und auch das dritte Spiel läuft gut. Jamie Leveling mit 2 Treffern, damit ist er aktuell unser Top-Torjäger jetzt mit 3. Ne, wobei, Amala hat ja auch 3. Also Leveling und Amala jetzt insgesamt bei 3 Treffern. Richtig gute Leistung, auch gegen Freiburg. Wieder 3 Punkte. Wir einigen uns jetzt hier zu Finn Ole Becker auf 16,5 Millionen. Ist okay, denke ich, bei einem Marktwert von 13. Und Finn Ole Becker hat das Angebot hier akzeptiert. Somit verpflichten wir unseren zweiten Spieler, den ersten hier wirklich für Geld. Und ich denke, damit sieht unser Kader richtig gut aus. Im Übrigen sind wir ja auch schon in den letzten 10 Stunden des Transferfensters. 8 Stunden sind es noch. Mal gucken, ob noch irgendwelche Angebote für Spieler reinkommen. Die letzte Stunde verstreicht hier und somit passiert tatsächlich nichts mehr. Es war eine deutlich ruhigere Transferphase, als ich es erwartet hätte. Uns hat am Ende wirklich eigentlich nur Bella Kotschap von den Stammspielern verlassen. Ansonsten sind noch alle da. Das ist natürlich für den Teamerfolg sehr, sehr gut. Andererseits hätte ich auch es cool gefunden, vielleicht ein bisschen den Kader umzubauen. Aber ich denke, spätestens nächsten Sommer wird das auf jeden Fall auf uns zukommen. Ein wenig Nachschub bei den Talenten bekommen wir auch aus Portugal. Ein halbwegs interessanter Mann. Nach Ablauf der Transferphase kommt jetzt doch noch ein Angebot für Ciao Gomes rein. Ich habe es erwartet. Das war wirklich vorauszusehen, dass ein anderer Verein haben will. Er spielt unfassbar gut. Mittlerweile auf einer 83er Gesamtstärke. Der FC Bayern Berlin will uns Matteo Pessina dafür geben. Da bin ich aber ehrlich, was zur Hölle soll ich mit Matteo Pessina? Also da werden wir delegieren und versuchen nur Geld rauszuhandeln. Aus unserer Jugend möchte jetzt auch mal wieder ein Spieler befördert werden, der gute Sven Uhlmann. Denke ich, der kann zu den Profis. Ob er sich da jemals durchsetzen wird, das bleibt natürlich dann abzuwarten. Und die Bayern bieten uns hier 114 Millionen für Ciao Gomes. Das ist natürlich ganz klein im Rahmen, wo wir es annehmen müssen. Ich werde trotzdem nochmal nachverhandeln. Vielleicht kriegen wir noch 120 raus. Ja, aber dafür wird uns Ciao Gomes auf jeden Fall zum FC Bayern verlassen. Das nehmen die Bayern an. 120 Millionen für Ciao Gomes. Da kann ein Verein wie Bochum nicht Nein sagen. Heißt für uns natürlich auch, dass wir uns Gedanken machen müssen, welchen ZDM wir eventuell verpflichten wollen. Für mich ganz interessant wäre Kleber T. Scherer. Den könnte man holen. Hat gutes Potenzial, ist übrigens 2 Meter groß, also ein richtiger Riese. Einfach, wir ersetzen unser brasilianisches Talent mit einem brasilianischen Talent und packen dann erstmal mega wieder in die Startformation. Der ist ja auch nicht schlecht, nun wirklich nicht. Hat das auch lange Zeit gut für uns gemacht. Und der spielt da erstmal und dann bauen wir Teixeira quasi hinter ihm auf. Aber man kann natürlich auch sagen, wir gehen einen Step größer und holen einen richtig, richtig guten Mann. Da müsst ihr einen Spieler vorschlagen, da habe ich nämlich aktuell noch keine auf der Liste. Unser nächster Gegner in der Liga ist dann Borussia Dortmund. Ein Derby, was hier also ansteht und dazu natürlich auch noch die Feuertaufe für diese Mannschaft, wo man dann wirklich mal sieht, wo stehen wir eigentlich wirklich. Borussia Dortmund, schwerer Gegner, sind zwar aktuell nur auf Platz 7, also nicht optimal in die Saison gestartet. Andererseits kann man auch ganz klar sagen, es wird ein richtig schweres Spiel, das ist eine Top-Mannschaft. Und da sehen wir dann wirklich, ob wir dieses Jahr wirklich tatsächlich da mitspielen können, wo wir aktuell sind, oder ob es doch vielleicht ein bisschen weiter runter geht. Schaut man sich nämlich mal unsere Gegner an. Haben wir eben gegen Pauli gespielt, wir haben gegen Freiburg gespielt und gegen Gladbach, das ist halt 18., 16. und 12. Also da sieht man schon, wir hatten jetzt bisher nicht die ganz, ganz schweren Gegner. Jetzt kommt mit Borussia Dortmund eine Mannschaft, die ich durchaus höher einranke, auch wenn die natürlich auch bisher nur 7 Punkte aus 3 Spielen geholt haben. Das sind aber auch immerhin 2 Siege und 1 Unentschieden, keine Niederlage. Da kann man also auch sagen, es ist ein richtig schweres und interessantes Spiel für uns. Das Spiel, würde ich aber sagen, machen wir dann in der nächsten Episode. Ich denke, das reicht hier für die heutige. Wir haben wieder richtig geil die Saison gestartet, nach 3 Spielen 9 Punkte, so soll es sein. Ciao Gomes für 120 Millionen an den FC Bayern verkauft. Ja, muss man sagen, ist ein Top-Deal für das, was wir ihn geholt haben damals for free. Nämlich ist das ein richtig, richtig guter Deal. Ja, müssen wir nur gucken, wie wir ihn ersetzen. Aber ich denke, das kriegen wir auch wieder gut hin. Und dann sind wir auch für die Zukunft gut gewappnet. Jetzt würde ich aber sagen, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn es so ist, dann lasst dem Video gerne ein Like da. Oder lasst auch gerne ein Abo für den Kanal da, falls ihr mehr Videos sehen wollt. Denn dann sehen wir uns mal das nächste Mal hier wieder in der Fußballzentrale. I'm not the girl that you used to
Hey, hey, oh baby, I need love me. Hey, hey, 'cause a love I cannot buy it.